Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um einen schönen Fliegelkipper, den möchte ich euch gerne mal näher zeigen, um zu gucken, was er denn so schönes kann. Viele von euch machen ja bestimmt so eine Art Steinbruch oder Roleplay oder halt mit Baggern was, ne? Und da habe ich mir gedacht, könnte dieser Kipper ja dazu passen für verschiedene Dinge, ne? Und stelle ich euch den einfach mal gern vor. Vorab, ihr müsst natürlich den Mod laden, aktivieren und auf die Karte bringen, ne? Und dann haben wir hier das gute Stück schon. Der Fliegel DHK390. Aktuell hier im Shop einsehbar, ne? Und wenn ihr vorher guckt, da seht ihr unten rechts die Liste oder die Leiste, was dieser Hänger alles laden kann, ne? Also von Getreide im Standard halt bis Zuckerrüben, Zuckerrohr, Saatgut, Mischfutter, Silage, Heu, Stroh, Gras, Schnee, Salz, Dünger, Kalk, Mineralfutter, Mist, Eisenerz, Steine und Co. Genau. Die haben wir in den Informationen den Kipper da stehen, ne? Der hat aktuell 48 Kubik. Also 48.000 Liter. Ja, gut, okay. Wiegt 4,5 Tonnen und kostet 55.000 Euro. Ihr könnt hier in der Konfiguration 4 Sachen wählen, beziehungsweise 5 sogar. Einmal die Hauptfarbe könnt ihr hier wählen in verschiedenen Farben. In Beige 2 zum Beispiel. Oder hier in Grau. Ja. Oder hier in komplett in Rot. Da macht ihr halt die Hauptfarbe, den kompletten oberen Rahmen in Rot. Ne? Oder halt auch gerne in Blau mit dem Fliegel-Logo in Rot, ne? Als Beispiel. Oder ihr nehmt Gelb oder halt auch gerne Schwarz. Des Weiteren habt ihr die Fahrgestellfarbe, könnt ihr auch wählen, also die untere Fahrgestellfarbe. Hier auch zum Beispiel in Gelb, ne, wählbar. Oder halt in Grün wählbar. In Glasgrün wählbar zum Beispiel. Oder halt auch in Blau. Oder geht natürlich auch in Schwarz. Also Black Beauty Design geht natürlich auch. Jetzt habt ihr oben die Abdeckung. Die könnt ihr ja auch noch farblich verschieden anwählen. Wie zum Beispiel hier in Beige. Ne? Dann haben wir hier noch in Schwarz zum Beispiel. Ne? Sieht so auch interessant aus. Oder man holt halt Grün. Ne? Wie gesagt, da sind die Geschmäcker total verschieden. Und Aufkleberfarbe, also Aufkleberfarbe jetzt das Fliegel-Logo. Ja, könnt ihr natürlich auch wählen. In verschiedenen Farben, hier in Gelb zum Beispiel. Oder halt in Grün. Oder in Blau. Oder halt auch in Schwarz. Ne? In Schwarz sieht man das jetzt so nicht. Da müsst ihr im Prinzip die Hauptfarbe wählen, umwählen, wie zum Beispiel in Gelb wieder. Dann kann man das wieder sehen. Kostenpunkt, wie gesagt, unverändert mit Farbwahl 55.000 Euro. Genau. Hier haben wir den zum Beispiel stehen in verschiedenen Farben. Ne? Drei Achser. Ne? Und die Klötze natürlich darunter in der Mitte von der Achse. Ne? Damit er natürlich nicht wegrollt. Ne? Zwei Kornschieber haben wir am Start. Mit Geschwindigkeitsanzeigen hier auf der Seite. 60, 80, 90. Und dann probieren wir den mal gerne mal aus. Zack, hier haben wir gerade einen Volvo gemietet, ne? Dahinter haben wir den Standardhänger, also im Prinzip so, wie man den jetzt kaufen kann und holen kann, ne? Und dann fahren wir einfach drunter mit dem LKW. Also wie gesagt, einfach drunter fahren. Da geht natürlich die Stütze hoch, ne? Und die Unterlegkeile gehen an die Halterung, an die Stütze dran. Jetzt fahren wir mal so rum. Ich drehe mich gerade hier mal rum. Das kann man das besser sehen vielleicht. Ne? Genau. Dann haben wir dann natürlich hier Licht am Start. Ne? Also hier Seitenmarkierungsleuchten. Ne? Hier eine Seitenmarkierungsleuchte am Heck. Hier natürlich auch. Und hier an dem Rahmen auch. Des Weiteren haben wir hier noch Blinker wählbar, also hier rechter Blinker, linker Blinker,
Rückverleuchte haben wir auch am Start. Und sonst haben wir hier da nichts. Kennzeichenbeleuchtung natürlich auch. Des Weiteren haben wir hier wählbar, wenn wir jetzt zum Beispiel unter einer Multikaufstation fahren, welche Sachen wir jetzt laden können hier. Von Weizen bis halt Mineraldünger, Eisenerz, Steine, Mist, Schweinefutter, Kalk, Streusalz, Schnee, Stroh und so weiter. Können wir zum Beispiel jetzt mal Hackschnitzel laden. Wir haben ein bisschen Hackschnitzel geladen. Ne? Von der Optik her sieht es auch gut aus, gut gemacht aus im Hänger. Ne? Dann haben wir hier noch die Plane wählbar mit L1 und Steuerkreuz links. Auf und zu. Ne? Da verschwindet die automatisch. Und hat halt auch so einen Sound. Auch cool gemacht. Und dann habt ihr hier abkippen, hier abladen, also L1 und R1 und Dreieck. Habt ihr entweder hinten abladen, komplett die große Luke. Also die große Luke. So. Ja. Oder ihr habt wählbar die kleine Luke. Hinten die zwei Kornschieber. Geht natürlich auch. Nur so als Beispiel. So. Jetzt habt ihr allerdings noch wählbar, dass dieser Hänger natürlich ganz hoch geht. So. Der geht jetzt ziemlich weit hoch, der Hänger. Ja. Da müsst ihr halt beachten, dass dieser nicht zu hoch geht unter Gebäuden. So dass dieser nicht irgendwo gegenprallt oder halt hängen bleibt, ne? Und sich dann halt so auch entleeren kann. Auf jeden Fall auch interessant gemacht, ne? Und geht dann natürlich auch, ne? Jetzt setzen wir den wieder ab. Klatsch, genau, da waren jetzt abgesenkt. Auf jeden Fall schöner Mod, interessant. Wie gesagt, für halt Roleplay oder halt für so eine Art Baustellen oder halt Steinbruch und so weiter. Cool gemacht. Ihr müsst aber darauf achten, die Steine sind das schwerste Produkt hier im LS, was es an kaufbaren Sachen gibt in der Multikaufstation. Ne? Da kommt halt manch so ein Kipper auch mal in seine Bedouille. Und da müsst ihr halt mal gucken, dass ihr halt ein gewisses Gewicht habt, dass ihr noch fahren könnt. Weil zu viel Gewicht ist auch nicht gut, dann könnt ihr nicht richtig fahren. Also da müsst ihr halt auch drauf achten. Na, nicht, wenn ihr jetzt euch wundert, den ganzen Hänger voll machen mit Steinen und dann fährt er nicht mehr. Dann denkt man sich, okay. Wobei ja dann 48 Tonnen da drin sind, ne? Und dann sind es auch schon ein Gewicht. Wie gesagt, also bitte drauf achten, ne? Durchtesten vorher am besten mit Mieten und Co. Dann geht das schon einwandfrei. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr natürlich den Kanal kostenlos gerne abonnieren. Aktiviert die Glocke natürlich, um nichts zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich würde mal sagen, wir hören uns und sehen uns dann im nächsten Video wieder oder in einem nächsten Livestream. Besucht uns gerne auch auf Twitch und oder auf Discord. Die Links stehen in der Videobeschreibung. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.